herzlich willkommen. Wie schon im Kanal-Update angekündigt, schauen wir uns heute das bunte Deck an, beziehungsweise jetzt heißt es das Spielköpfe-Deck. Das sind Spielkarten, die die Vielfalt unserer Gesellschaft abbilden sollen. Die Köpfe hinter den Spielköpfen sind Samantha Schwickert, Caroline Bach und Jana Fischer. Und die drei, denen ist aufgefallen, dass ja das traditionelle französische Blatt, das wir auf vielen Spielkarten haben, ja bestimmte, in ihren Augen, Mängel hat. Also zum Beispiel sind alle Personen darauf weiß. Zum Beispiel gibt es nur Könige, aber keine Königin. Zum Beispiel sind auch die Figuren alle in einem bestimmten Stil. Also es gibt keine Damen mit kurzen Haaren. Und auch die Kleidung ist natürlich, weil damals sind ja dann diese Karten auch entstanden, eher mittelalterlich. Und sie wollten mit ihrem Kartendeck die Vielfalt der Gesellschaft abbilden und haben deswegen Künstler und Künstlerinnen beauftragt, die Illustrationen neu zu gestalten. Also von Bube, Dame, König und Königin. Und jetzt haben wir zum Beispiel auch schwarze Personen auf den Karten. Wir haben auch Damen mit Kurzhaarschnitt und es gibt auch Königinnen. Mir persönlich gefallen die Illustrationen ganz gut. Die Karten sind auch nach wie vor funktional, weil sie die normale Symbolik und Farben, also Karo, Kreuz, Pik und Herz, nicht verändert haben. Man hat ja manchmal auch so ein paar Designerkarten, wo das nicht so ganz optimal ist und die vielleicht schick aussehen, aber nicht wirklich funktional sind. Es gibt unterschiedliche Decks. Es gibt einmal ein Skat-Deck von denen, es gibt ein Doppelkopf-Deck. Und die haben im Moment auch noch eine Startnext-Kampagne am Laufen, wo sie nochmal andere Decks produzieren wollen. Ich verlinke euch das hier nochmal in der Videobeschreibung. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, dass die Karten leider durchsichtig sind. Ich zeige euch das hier auch nochmal. Und das geht halt meines Erachtens überhaupt nicht. Ja, man könnte sich natürlich helfen, indem man diese Karten sleeved, also Hüllen drumherum macht, aber das ist ja nicht so Sinn der Sache. Ich habe jetzt auch einfach mal hier noch zwei andere Decks genommen, die ich hier zufällig rumfliegen habe. Das eine ist von Bicycle und das andere ist vom Nürnberger Spielkartenverlag. Und bei denen ist das nicht so. Also das ist ein bisschen, ja, doof oder unglücklich. Generell finde ich auch, dass die Karten bei diesem Spielköpfe-Deck ein bisschen steif sind, nenne ich es jetzt mal. Also wenn man die hier so knickt, oder ja nicht knickt, sondern hier so ein bisschen, ja, in den Händen hin und her hält, dann flutschen die, flappen die nicht so leicht zurück. Fühlt sich für mich, wenn man jetzt damit spielt, auch nicht ganz so harmonisch an. Nichtsdestotrotz finde ich super, dass Leute sich über solche Themen Gedanken machen und dann nicht nur Gedanken darüber machen, sondern auch sagen, hey, hier ist uns was aufgefallen, was uns nicht gefällt und wir versuchen das ja, zu ändern. Die erste Auflage von diesen Decks bestand aus 1500 Skat- und 1500 Doppelkopf-Decks. Die ist inzwischen fast komplett verkauft. Und ja, wie gesagt, jetzt geht es in die Produktion der zweiten Auflage. So viel von mir. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann schaut mal noch in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch da ein Interview, das ich auf Kulturgutspiel mit den Köpfen hinter den Spielköpfen geführt habe. Darin erzählen sie so ein bisschen, warum sie sich gerade für Spielkarten entschieden haben, um auf Sexismus, Rassismus oder Stigmatisierung aufmerksam zu machen. Weil könnte man ja auch mit allen anderen Gegenständen machen. Sie erzählen so ein bisschen, warum es zum Beispiel keine Bilder von Menschen im Rollstuhl gibt. Weil wenn man die ganze Vielfalt der Gesellschaft abbilden will, dann müsste man ja auch solche Menschen zeigen. Und sie erzählen von Hasskommentaren, die sie erhalten haben. Zu guter Letzt noch die Frage an euch. Wie findet ihr das, dass es so ein Kartendeck gibt? Ist das total cool? Ist das irgendwie überflüssig? Packt eure Meinung oder schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt und freue mich drauf. Und sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian.